Hallo, mein liebes Sternzeichen Wassermann. Wir schauen heute, was dir die Energie, die Karten mitgeben möchten für den Monat September 2022. Und ihr wisst ja auch, das Entlegungen fürs Kollektiv kann nicht für jeden zutreffen und die Personenkarten sind geschlechterneutral. So, mein lieber Wassermann, was hält der Monat September für dich bereit? Also, mein lieber Wassermann, du wirst hier auf jeden Fall ein bisschen an den Punkt kommen, dass du, ja, denn du bist sehr prinzipientreu, ne? Und hier, du bist sehr tolerant, was ich hier ganz stark sehe, deine Toleranz hier, was deinen Wunschpartner betrifft, was den Menschen betrifft, den du kennenlernst. Also, mein lieber Single, du wirst hier definitiv auch jemanden kennenlernen. Und du bist sehr tolerant, weil hier scheint es nämlich auch was deinen Wunschpartner betrifft oder den Menschen, den du kennenlernst, dass hier so Treffen immer wieder mal abgesagt werden. Da wird hier was verschoben. Und ja, da ist so dieser Bereich bei dir. Du bist da ein Stück weit ein bisschen zu gutmütig, was ich jetzt hier so habe, ne? Und da strauchelt es so ein bisschen immer bei dir. Und dann schauen wir mal, wie es hier noch weitergeht, was ich hier noch bei dir sehe. Ja, also hier ist irgendwas in der Kommunikation von deinem Umfeld auch her, was hier vielleicht so ein bisschen dir das ein oder andere Problemchen hier bereiten könnte, ne? Du bist ja auch, du gehst hier sehr, sehr stark auch in den Grund rein. Du bist hier sehr tiefgründig, auch immer wenn was abgesagt wird, ne? Wo dann denkst du, das macht dich dann hier sehr, sehr misstrauisch, ne? Also wie gesagt, auch wenn du Single bist, jemanden neu kennenlernst, weil du wirst hier jemanden kennenlernen, auf garantiert. Aber dein Misstrauen ist hier immer ziemlich stark auch mit ausgeprägt, eben weil es so aussieht, dass hier immer ein bisschen was abgesagt wird, ne? Oder verschoben wird oder dann tut sich vielleicht gar nichts mehr, weil dann geht es hier immer so ein Stück weit auch in den Rückzug rein. Auch was deinen Wunschpartner betrifft. Da hier auch, da ist so dieses, du bist misstrauisch, dann meldet er sich mal. Oder dieses so Bröckchen, das du hier zugeworfen bekommst, so ein Stück, dann ist es wieder absolut toll. Dann ist diese Entwicklung in die Harmonie, die Geborgenheit und ja, und dann kommt wieder irgendwas, was du hörst, wo du denkst, ich will jetzt hier eine Entscheidung treffen. Entweder oder. Na? Und du willst aber die richtige Entscheidung treffen. Also du möchtest hier auf gar keinen Fall was falsch machen. Na? Du möchtest diese Veränderung hier mit deinem Wunschpartner. Wird mir hier auch angezeigt. Aber du bist ja auch sehr stark, was du immer wieder hier ins Zweifeln auch kommst. Und ich sehe dich hier, mein lieber Wassermann. Du bist hier so, wo du sagst, ah nein, ich habe Verständnis und ja, ich bin da. Ja, du bist so feinfühlig, diese Gutmütigkeit, die ich bei dir so stark sehe, die wird ja auch sehr wieder rauskommen, ne? Aber ich habe so dieses Schwanken immer bei dir, dieses Hin und Her, ne? Wo du nicht weißt, ha, mache ich jetzt das, mache ich das? Soll ich mich hier entscheiden? Soll ich mich da? Welche Richtung soll ich gehen? Ne? Also dieses, du bist eigentlich dann auch so, wo du sagst, okay, du weißt jetzt hier deine Entscheidung, was du tun sollst, und dann hörst du irgendwas und dann bumm, schwingt es hier wieder um, ne? Also da, ich habe sehr viel Unentschlossenheit so ein bisschen bei dir, wo du dir einfach sagst, nein, und ich bleibe hier meinen Prinzipien und allem treu, ne? Also du weißt eigentlich schon, was du willst und was du tust. Ich habe ja auch so ein bisschen eine Enttäuschung hier liegen. Natürlich die Enttäuschung immer, wenn hier so Treffen abgesagt werden, wenn du keine Nachricht bekommst, ne? Ja, auch in der Liebe im Allgemeinen sehe ich, du bist da auch so misstrauisch in der Liebe, auch wenn du in einer festen Partnerschaft bist. Dieses Misstrauen habe ich hier so stark. Ist da hier noch so richtig diese Tiefe mit dabei? Und kommt da noch irgendwas, weil ich hier ein bisschen ziemlich viel ja, Hindernisse hier auch sehe in deinem Vorankommen. Und das ist das, was dich absolut krank macht, innerlich. Das zieht dir so viel Energie. Ich habe diese Kraftlosigkeit sehr stark bei dir liegen und diesen Pessimismus, der stark ausgeprägt wird.
in diesem Monat, ne? Hat ja auch mit deinem Umfeld zu tun, weil ich hier schon ein bisschen so diese Enttäuschung auch liegen habe, diese Sorgen. Was heißt Enttäuschung? In dem Bereich hier habe ich die Sorgen, was deine Arbeit betrifft, ne? Diese Arbeit und bekommst du diese Anerkennung und ist da wirklich alles so da? Wirst du hier vor allem dein Ziel komplett erreichen, was du dir gesetzt hast, ne? Darüber machst du dir Sorgen. Du willst dein Ziel erreichen. Du hast mehrere Ziele. Dein Ziel in die Harmonie, in die Geborgenheit kommen, dieses richtige Ankommen hier mit deinem Partner, mit deinem Wunsch. Partner oder dass du jemanden kennenlernst, ne? Und dann auch wieder diese Sorgen, die du dir auch machst hier in dem beruflichen Bereich, ne? Dass du da auch dieses Ankommen und dieses Ziel eben auch, diese Zielsetzung, dass du da richtig ankommst, dass das was wird mit dem Job, dass hier die Einnahme, dass das alles passt und dass du auch wirklich dieses Glück, diese Freude und diese guten Gefühle, aber dir kann ich dir sagen, du machst dir ein Stück weit zu viele Sorgen, ne? Weil hier ist auch, du wirst die Anerkennung bekommen und du machst deine Arbeit von Herzen gerne. Und ja, wenn du vielleicht auch beruflich mal eine Absage bekommen hast, wenn du dich beworben hast, hier tut sich was, hier kommt was in Bewegung und das wird absolut dein Herz berühren. Du wirst riesen Sprünge machen und eine Riesenfreude dabei haben, ne? Ja, so ein bisschen Sorgen machst du dir ja auch in deinem familiären Bereich. Vielleicht ist da auch jemand so ein bisschen kränkelt oder so. Und das sind diese Sorgen, weil du möchtest alles auch richtig machen. Du möchtest für die Menschen da sein. Und willst aber trotz alledem deine Unabhängigkeit behalten. Also das ist immer so ein Wankelgrad, den ich hier so bei dir habe, ne? Bisschen eine Enttäuschung hier vielleicht auch von der Freundin, weil oder ein Freund. Hier, weil du vielleicht ein bisschen, weil du da irgendwas erkennst, diese Enttäuschung oder so, dass hier ein bisschen das Materialistische mehr im Vordergrund steht als vielleicht eure Freundschaft. Aber im Großen und Ganzen schaut es richtig gut bei dir aus. Und wie gesagt, hier, ich sehe dich so ein bisschen, ja, so hin und her und hin und her. Also wie gesagt, komm hier komplett zu deiner Ruhe und sei nicht ganz so misstrauisch, so pessimistisch und in dieses Zweifeln, sondern atme tief durch und sag dir, okay, ich weiß, alles, was gut für mich ist, genauso kommt es auch. Ne? Bleib im Optimismus und komm hier aus dem Pessimismus auch ein Stück raus, weil hier es sind Wegweiser. Ne? Also hier, du kannst es immer wieder anders steuern für dich. Ne? Lass dich hier auch nicht runterziehen, weil gesagt, wie gesagt, ich sehe ein bisschen diese Schwere auch bei dir. Und hol dich hier komplett wieder raus, weil der Erfolg ist auf jeden Fall bei dir. Du wirst ja auch eine Nachricht, irgendwas wirst du auch bekommen, was dich dann riesig freuen wird und es wird plötzlich und unerwartet auch sein, ne? Mit dem du auch gar nicht mehr gerechnet hast. Vielleicht ist auch hier Treffen immer wieder abgesagt werden, dann kommt ein Treffen und du denkst, du zweifelst gleich wieder, bist pessimistisch, boah, klappt eh nicht, ne? Und dann klappt es wirklich, du, boah, du kannst es kaum glauben. Eine riesen Überraschung für dich, ne? Ja, mein liebes Sternzeichen Wassermann, ich danke euch sehr fürs Zusehen und wünsche euch einen traumhaft wunderschönen Monat September 2022. Tschüss, ihr Lieben!